du einmal im Jahr. Ja, das meine ich dann. Also, so. Genau der Oberleitungsmasse im Weg. Steht schnell so im Weg, ne? Ja, das ist echt blöd. Nein. Der Adler war die erste erfolgreiche Lokomotive in der Geschichte der deutschen Eisenbahn. Aus England importiert wurde die Dampflokomotive ab 1835 auf der Ludwigsbahn der ersten Eisenbahnstrecke der heutigen Deutschland. Sie verband die fränkischen Städte Nürnberg und Württemberg. Nach bayerischer Verordnung fuhr die Adler Personenzüge mit einer Reisegeschwindigkeit von 24 bis 28 Stundenkilometern. Über solche Geschwindigkeiten hatten ihre Zeitgenossen Unterschiede im Gegensatz zum heute geläufigen Mythos allerdings keine. Da die Originallokomotive im Laufe des 19. Jahrhunderts verschollen war, sehen wir heute den voll funktionstüchtigen Nachfolger der Adler, der ab 1933 gebaut wurde. Nach einem Brand im Jahr 2005 wurde die Lok neu aufgebaut. Da der Nachbau wie das Original über keine Druckluftbremse verfügt, muss jeder einzelne Waggon von einem Bremser oder einer Bremserin manuell gebremst werden. Ja, eigentlich hatten wir würdevolles und schönes Lokpersonal angeheuert. Guck mal, was uns geschickt hat. Nein, du hast dich jetzt nicht an. Das ist ein Trick, der schön, wenn ich was nicht sehe.